Der Lions Club Hausruck organisiert in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen für einen karitativen Zweck. Diesmal luden sie den Pianisten Rudolf Buchbinder zu einem Konzert. Im Marmorsaal des Stiftes St. Florian bot er dem Publikum ein musikalisches Erlebnis. Auf dem Programm Rudolf Buchbinders standen unter anderem die wohl bekanntesten Werke Beethovens. Diese Werke, die ich heute gespielt habe, sind auch etwas gezielt für das Publikum. Man soll doch etwas populäreres Programm machen, es ist immerhin ein karitatives Konzert. Man soll aber auch das Publikum ein bisschen fordern. Und diese Mischung muss man immer wieder finden und ist, glaube ich, mit diesem Programm ganz gut gelungen. Mit der Mondscheinsonate und der Pathetik von Beethoven, zwei relativ bekannten Abromptus von Schubert und dann das berühmte Scherzo in B-Moll von Frédéric Chopin. Die 650 Konzertbesucher konnten ein wunderbares Konzert erleben. Dem Lions Club ist es ein Anliegen, Kultur zu vermitteln. Der Lions Club ist eine der mehreren Serviceorganisationen, die das Ziel hat, für wohltätige Zwecke auch Geld aufzubringen. Und Geld bringt man am leichtesten durch Veranstaltungen, durch Aktivitäten zusammen. Und die Veranstaltungen beleben wiederum die Gemeinde, die Region. Ein Zusammenschluss von Menschen, die Verantwortung übernehmen für andere, die sich um andere kümmern, sie unterstützen, ihnen helfen. Eine großartige gesellschaftliche Einrichtung, die auch für die Mitglieder etwas tut, zwischen ihnen Gemeinschaft bildet, Fortbildung gewährt, weil so viele verschiedene Leute dort sind und jeder aus seinem Bereich natürlich etwas beiträgt zum Gemeinschaftsleben. Dem Pianist Rudolf Buchbinder ist es wichtig, in seinen Konzerten das Neue Testament zu interpretieren. Mit seiner manuellen Genialität wurde er schon als 5-Jähriger an der Wiener Musikhochschule aufgenommen und musiziert heute mit den besten Orchestern und Dirigenten der Welt. Über 100 Platten und CDs dokumentieren die Vielfalt Buchbinders Repertoire. Der Reinerlös dieses Benefizkonzertes wird für in- und ausländische karitative Zwecke verwendet. Der Erlös dieser karitativen Veranstaltung wird gespendet. 100.000 Schilling, ich sage es noch in Schillinge bitte, für ein Spital in Osijek in Kroatien. 75.000 Schillinge werden gespendet für das Haus Elisabeth in Siebenbürgen, Rumänien. 30.000 Schilling für meinen Freund, den Primarius Dichtl aus Wales, den Augenarzt, der fährt nach Äthiopien und tut dort kostenlos operieren. Und die restlichen 200.000 werden in der Region im Hausruck verteilt, sodass wir die 400.000 Schilling gerecht 50-50 aufgeteilt haben.